unsere Themen am Mittwoch. Das Zittern und Bangen der Stadtverordneten. Raubprozess vorm Landgericht Cottbus. Und der Nachwuchs wird zu Ostsee-Experten. Das und mehr gleich hier bei LTV Aktuell. Wie fit ist Cottbus? Legt am 23. Mai euer deutsches Sportabzeichen ab. Im Leichtathletikstadion ab 17 Uhr. Egal ob Verein, Familie oder Unternehmen. Um 19 Uhr wird die Stadtwette eingelöst. 500 Cottbusser in rot-weiß gekleidet unterstützen den OB und werden gemeinsam mit dem Fußball jonglieren. Die Besten gewinnen eine Karte für das DFB-Pokalfinale in Berlin. Für die Kleinen gibt es eine Kinderbewegungslandschaft, Kinderzirkus, Curling, Tischtennisabzeichen, Tanzmeile, Schachangebote bis hin zum DFB-Fußballabzeichen mit unserem FCE. Wetterumschwung vom Feinsten. Heute brauchten wir wieder die Jacke. Gestern hat das T-Shirt noch gereicht. Der Mai ist anscheinend der neue April. Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Mittwoch. FCE-Präsident Werner Fahle äußert sich nach dem Abstieg zum ersten Mal. Seine klare Botschaft: Es muss und wird weitergehen. Das Finale im Landespokal am Samstag ist dabei ganz wichtig. Es muss gewonnen werden. 120.000 Euro gibt es für den Sieger. Wie es mit dem Trainer Wollitz und den Spielern weitergeht, soll mit ihnen in den nächsten Wochen besprochen werden. Ziel ist es, bis zum Sommer einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen. Die ganze Stadt ist zuplakatiert. An jeder Ecke hängen zurzeit Wahlplakate. In Cottbus und im Umland ist es extrem. Neben der Europa steht ja auch die Kommunal- und Ortsbeiratwahl an. Mehrere Stimmen gilt es also am Sonntag zu verteilen. In der ganzen Stadt ist es seit ein paar Wochen kaum zu übersehen. Die Wahlen stehen an und dieses Mal ist es ein ganzer Wahlmarathon. Alle Cottbusser können dabei 4 bzw. 5 Stimmen vergeben. Ein Kreuz ist bei der Europawahl zu setzen, bis zu 3 Stimmen können bei der Wahl der neuen Stadtverordnetenversammlung vergeben werden. Dann wird nacheinander ausgezählt. Es gibt eine klare Regelung, dass natürlich die Europawahlen vorgehen. Das ist die größere, in dem Sinne größere Wahl. Also wird zuerst die Europawahl ausgezählt, dann wird die Stadtverordnetenwahl zur Stadtverordnetenversammlung ausgezählt und danach die Wahl zu den Ortsbeiräten. Bei der Europawahl wird es eine Liste mit 40 Wahlvorschlägen geben. Für die Politik der Stadt haben 10 Parteien und Listenvereinigungen insgesamt 301 Kandidaten ins Rennen geschickt. Die sind dieses Mal auf 4 Wahlkreise aufgeteilt. Bei der letzten Kommunalwahl 2014 waren es noch 5. Die Wahlkreise seien damals allerdings nicht gleich groß gewesen, zumindest wenn es nach einer Cottbusserin geht, die deswegen Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht hat. Bis jetzt beschäftigt sich immer noch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg damit. Wir werden den Ausgang dort dann zur Kenntnis nehmen und schauen, welche Konsequenzen sich daraus gegebenenfalls noch ergeben. Aber wir haben ja am Sonntag die neue Kommunalwahl und damit wird eine neue Stadtverordnetenversammlung gewählt und die ist dann nach der konstituierenden Sitzung dann im Amt. Mit den 4 Wahlkreisen wolle die Stadt im Vornherein sicher gehen, dass dieses Mal alles rechtssicher ist. Immerhin trifft die Stadtverordnetenversammlung in den nächsten 5 Jahren die wesentlichen Entscheidungen für Cottbus. Trotzdem steht im September schon wieder die nächste Wahl an. Dann wird in Brandenburg der neue Landtag gewählt. Ein 51-jähriger Deutscher ist seit heute vor dem Landgericht Cottbus wegen versuchten Mords, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er soll die Mutter seiner Freundin und deren Mann gegen den Kopf geschlagen haben. Beide seien daraufhin gestürzt. Der Angeklagte habe dann einen mit Heu beladenen Anhänger in einem Stall angezündet. Er soll außerdem mit einem Gewehr auf einen Menschen und auf das Wohnhaus geschossen haben. Dort sollen sich zur Tatzeit die Freundin des Angeklagten, deren Eltern und die Tochter befunden haben. Der Vorfall ist im Juli 2018 passiert. Ein weiterer Prozess hat heute ebenfalls im Landgericht begonnen. Die Details dazu bekommen Sie in den Kurznachrichten. Prozessauftakt im Landgericht. Lubus E. ist wegen schweren Raubes angeklagt. Er soll Mittäter eines Bankraubes sein.
Der Angeklagte soll am 17. Juni 2015 dabei geholfen haben, den Fluchtweg freizuhalten, während ein Mitarbeiter mit geladener Waffe die Mitarbeiter bedroht hat und Geld forderte. Tatort ist dabei ein Kreditinstitut in Kolkwitz. Die mutmaßlichen Täter haben wahrscheinlich über 20.000 Euro und 700 australische Dollar entnommen. Der Prozess geht morgen weiter. Termin steht fest: Der Vorplatz des Cottbuser Hauptbahnhofs soll bald fertig sein. Laut Cottbusverkehr eröffnet er am 4. August. Noch stehen die letzten Arbeiten an. Unter anderem werden Ampeltechnik, Zugsteuerung oder Bremswege überprüft. Außerdem wurden neue Fahrer eingestellt. Die müssen erst einmal eingewiesen werden. Im Juli soll es dann auch ein paar Testfahrten geben. Die Arbeiten haben ca. 3 Jahre gedauert. Mit der Eröffnung schließt der Busbahnhof in der Marienstraße. Keine Entlassung. Die Kündigung von Martin Röder soll unwirksam sein, das berichtet die Lausitzer Rundschau. Der Verwaltungsdirektor des Staatstheaters Cottbus und Vorstandsvorsitzende der Brandenburgischen Kulturstiftung wurde im letzten Jahr fristlos gekündigt. Er klagte dagegen, das zuständige Bühnenschiedsgericht hat ihm Recht gegeben. Das Arbeitsverhältnis bleibt somit bis Ende Juli 2020 bestehen. Grund für die Kündigung ist das zerstörte Vertrauen zwischen Stiftungsrat und Röder. Auslöser war der Streit um den damaligen Musikdirektor des Staatstheaters Cottbus, Evan Alexis Christ. Die Kinder an der Erich-Kästner-Grundschule sind in der Lausitz Vorreiter. Das Projekt TuWas ist gestartet. Die Grundschüler sollen praxisnah für Naturwissenschaft, Mathematik, Informatik und Technik begeistert werden. Sie experimentieren dazu im Unterricht. Beispielsweise werden unbekannte Stoffe durch chemische Tests analysiert oder elektrische Schaltkreise gebaut. Das Projekt wird auch vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport sowie der Freien Universität Berlin gefördert. Naturwissenschaftlich engagiert sind bereits viele Schüler, wenn es um die Cottbuser Umweltwoche geht. Sie setzen sich wochenlang mit dem Motto auseinander. In diesem Jahr also mit dem Ostsee. Viele Projekte entstehen daraus und die Schüler werden selbst zu Experten. Hier ist der Ostsee schon fast fertig. Cottbuser Schüler haben mal in die Zukunft geschaut und ihre ganz eigenen Visionen vom Cottbuser Ostsee geschaffen. Und das nicht ganz umsonst, denn sie nehmen am 29. Kinder- und Jugendumweltwettbewerb teil. Heute hat die Jury ihre Favoriten bekannt gegeben. Darunter auch die 8. Klasse der Bauhausschule. Die Schüler der AG für Tier- und Naturschutz haben in ihrer Kategorie den ersten Platz geholt. Mit ihrem Projekt haben sie Spenden fürs Tierheim gesammelt und sich um ganz besondere Ostseebewohner gekümmert. Wir haben eine Arche gebaut, das sollen Brutinseln darstellen, wo dann Vögel nisten sollen. Das sind ja dann die Erstbewohner des Cottbuser Ostsees. Ja, und die sollen sich dann dort wohlfühlen. Und das haben wir dargestellt. Und das sogar mit Erfolg. Die Klasse hat sich ihr 500 Euro Preisgeld verdient, so wie alle anderen Erst- bis Drittplatzierten in den verschiedenen Altersklassen. Cottbuser Unternehmen stiften die Preisgelder. Ein Ansporn für Kindergartengruppen und Schüler. Mit dem Wettbewerb will die Stadt klein und groß für den Umweltschutz mobilisieren. Umsonst gibt es ja nicht Fridays for Future. Ich will bloß mal daran erinnern, da sind Kinder und Jugendliche, die sich jeden Freitag auf die Straße stellen und ein Zeichen setzen. Hier holen wir die Kinder und Jugendlichen ab, sogar mit Projekten. Und das ist ja eigentlich, ich will noch mal das Wort Nachhaltigkeit sagen, das ist ja das Besondere Nachhaltige. Und ich habe mich auch schon mit Eltern unterhalten, die Kinder haben, die hier mitmachen. Die kriegen dann zu Hause zum Teil ganz schön Stress, wenn es um bestimmte Dinge geht. Energiesparen, Abfalltrennung, was in Projekten erarbeitet wird, wird dann zu Hause auch gelebt. Und dann nehmen Kinder schon auch da Einfluss. Mit dem diesjährigen Motto der Cottbuser Ostsee zum Greifen nah haben die Schüler auch ein paar interessante Ideen eingereicht. Wie wär's zum Beispiel mit einem schwimmenden Freizeitpark, einer Fahrradstation oder einem Lernzentrum direkt am Wasser? In diese Projekte stecken Erzieher, Schüler und auch Lehrer jedes Jahr viel Zeit. Das war auch bei der AG für Tier- und Naturschutz der Fall. Um ganz ehrlich zu sein, es war sehr, sehr viel Arbeit. Und wir haben ja auch immer eine festgelegte Zeit am Nachmittag, wo die Kinder auch fertig sind. Oft. Und wo es sehr anstrengend ist und haben eigentlich gesagt, wir werden mal ein Jahr aussetzen, weil es so viel Arbeit ist. Aber ich glaube, heute ist es schon wieder, dieser Gedanke ist schon wieder weg. Also ich denke, wir machen weiter mit. Denn der Aufwand lohnt sich. Im nächsten Jahr sollen die Kinder und Jugendlichen wieder in die Zukunft schauen.
Denn wie soll sie aussehen, die grüne Stadt Cottbus in 30 Jahren? Beim Wettbewerbsjubiläum 2020 dürfen dann auch zum ersten Mal Abiturienten mitmachen. Haben Sie morgen Abend schon etwas vor? Wenn nicht, dann können Sie schon mal rot-weiße Sachen und einen Ball heraussuchen. Oberbürgermeister Holger Kelch fordert die Cottbusser heraus. 500 rot-weiß gekleidete Menschen sollen im Sportzentrum mit einem Fußball jonglieren. Anstoß für den Versuch der Stadtwette ist um 19 Uhr. Und wenn wir schon mal sportlich sind, machen wir auch gleich weiter. In meine 5 Minuten geht's auch um Bälle, sie halten uns aber fit. In diesem Sinne, sportfrei! Morgen an dieser Stelle dann Cornelia Schöne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in der Rea Vita zu Gast in der Klinik für Sport und Gesundheit. Und ich habe mich mit Viktor verabredet. Hallo Viktor, du bist hier Trainer für Zumba und auch Pilates. Und wir beide haben uns Übungen mit dem Fitball ausgesucht. Was magst du denn besonders beim Training mit dem Fitball? Ja, mit dem Fitball können wir mit dem Ganzkörper ganz gut trainieren und auch ganz gut für die Balance. Dann wollen wir starten. Wenn wir mit dem Fitball oder Petsyball arbeiten, dann ist es ganz wichtig, gut zu sitzen. Also nicht ganz auf dem höchsten Punkt des Balles, sondern leicht davor. Dann ist es ganz sicher. Dann lang die Wirbelsäule aufrichten und wir fangen erstmal an, das Becken zu kreisen. Becken kreisen, dabei hier ganz lang bleiben. Gut. Und dann später gehen wir dazu über, den Oberkörper zu kreisen. Zack, den Oberkörper drehen. Dabei das Becken jetzt aber ganz fest lassen. Wir fangen an, das Becken zu kreisen. Dabei ist der Oberkörper ganz ruhig. Möglichst große Bewegungen machen. Und andersherum. Gut, jetzt ganz lang aufgerichtet bleiben, die Arme in die Seite heben und die Hände nach oben öffnen. Wir drehen den Oberkörper, schauen auch zu der Seite und wieder Mitte. Nach hinten drehen, ausatmen und wieder Mitte. Knie und Becken bleiben nach vorn gerichtet und wieder Mitte. Ziehen und wieder Mitte. Ausatmen, Bauchspannung halten und auch die Schultern schön nach unten ziehen. Ziehen und wieder Mitte. Ausatmen und wieder Mitte. Viermal noch. Vier und wieder Mitte. Drei und Mitte. Zwei und Mitte. Und eins und Mitte. Für unsere zweite Übung gehen wir erst einmal in den Kniestand und von dort aus dann in die Bauchlage auf unseren Fitball. Die Arme und den Oberkörper hängen lassen und jetzt richtig schön aufrichten. Möglichst in die Diagonale ziehen, die Arme nach hinten ziehen, Halswirbelsäule mit lang ziehen und dann wieder abrollen. Wichtig ist, die Wirbelsäule insgesamt lang zu machen und die Arme schön nach hinten ziehen. Wir starten damit, dass wir uns über den Ball rollen. Nach unten und langsam heben, Spannung aufbauen. Wir rollen wieder nach vorn. Heben, hier einatmen und über den Ball rollen, ausatmen. Heben, spannen, einatmen und wieder tief. Die Arme schön nach hinten ziehen und wieder tief. In die Länge einatmen und wieder tief. Länge ziehen und wieder tief. Und noch viermal. Vier und wieder tief. Und drei und wieder tief. Zwei und einmal heben und wieder senken. Unsere nächste Übung starten wir aus der Rückenlage. Wir nehmen beide Hände hinter den Kopf, lassen hier das Kinn schön offen. Starten jetzt nach rechts und links, immer wechselseitig, tippen möglichst an den Ball und kommen wieder zur Mitte. Zur Seite ausatmen
und dann wieder zurück. Heben und wieder Mitte. Und ausatmen und Mitte. Zuerst den Ball dicht an das Gesäß ziehen. Die Hände sind hinter dem Kopf und den Oberkörper anheben. Und jetzt geht's los. Wir ziehen zum Ball und kommen wieder zurück. Ausatmen und wieder zurück. Und immer versuchen, den Ball zu berühren. Und wieder rück. Ausatmen und rück. Ausatmen und rück. Ausatmen und rück. Wenn das zu schwer ist, der legt den Kopf immer wieder zwischendurch ab. Und wir ziehen weiter. Seit und Mitte. Seit und Mitte. Seit. Das Kinn immer schön weglassen, nicht am Kopf ziehen. Heben. Heben. Mitte. Heben und Mitte. Die letzten viermal und Mitte. Drei und Mitte. Zwei und Mitte. Und eins. Geschafft. Bei unserer nächsten Übung starten wir wieder aus der Bauchlage heraus. Nehmen die Hände etwas nach vorn und heben beide Beine. Jetzt erstmal ganz fest Spannung aufbauen. Im Bauch, im Gesäß. Und wer kann, läuft jetzt etwas nach vorn. Mit einer sehr, sehr guten Grundspannung. Jeder muss entscheiden, wie weit er vorlaufen kann. Wichtig ist, dass man nicht im Rücken durchhängt. Also immer Spannung halten, nicht anfangen, so durchzuhängen. Bauch ist immer fest. Wir nehmen also die Grundposition ein und achten auch darauf, dass die Schultern nicht irgendwie hängen, sondern dass wir uns richtig schön rausdrücken. Los geht's, nach vorn laufen. Vielleicht erstmal zum Anfang probieren, dass die Oberschenkel noch auf dem Ball sind. Und dann, wenn man merkt, dass es besser geht, immer noch ein Stückchen weiter nach vorn und wieder vor. Die Grundspannung halten, wichtig. Die Bauchspannung halten und wieder zurück. Wer damit noch nicht ausgelastet ist, kann die Hände auch etwas mehr voreinander setzen. Dann wird die ganze Sache noch etwas schwieriger, weil man noch mehr Balance halten muss. Und wieder zurück. Noch die Grundspannung halten. Wir gehen noch mal vor. Und wieder zurück. Und wieder vor. Dabei immer ruhig weiteratmen und wieder zurück. Und zweimal schaffen wir noch. Vor. Bauch fest und wieder zurück. Und ein letztes Mal. Und zurück. Das waren unsere Übungen mit dem Fitball. Viktor, welchen Ratschlag wirst du denn unseren Zuschauern noch geben? Ja, immer schön langsam, schön vorsichtig, Schritt für Schritt arbeiten. Das war's schon wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie fit und gesund. Wir bei Expert versuchen alles, um Menschen glücklich zu machen. Mit exzellenter Beratung, Service oder wie heute mit dem Expertenangebot der Woche. Wie der Samsung No Frost Kühlgefrierkombination für 444 Euro und dem 55 Zoll TV von Samsung für 999 Euro. Expert mit den besten Empfehlungen. Die Nacht wird bedeckt, nach Mitternacht kann es gelegentlich auch regnen, die Temperaturen sinken auf 11 Grad. Der Donnerstag startet mit einem Sonne-Wolken-Mix. Gegen Mittag setzt sich die Sonne durch, die Wolken verschwinden, das Ganze bei 19 Grad. Am Freitag geht es genauso weiter, allerdings ist der Himmel über die Mittagszeit völlig bedeckt, temperaturtechnisch geht's nochmal nach oben, 22 Grad sind drin.
Der Tag der Sehbehinderten am 1. Juni im Weltspiegel Cottbus. Mit großer Ausstellung zu Hilfsmitteln und interessanten Fachvorträgen. Kommen Sie ins Gespräch mit dem Autor von Ich bin blind und keiner hat's gemerkt. Und erleben Sie anschließend den Kinofilm zum Buch Mein Blind Date mit dem Leben. Der Tag der Sehbehinderten am 1. Juni ab 9 Uhr im Weltspiegel Cottbus. Anmeldung und alle Infos unter Telefon Cottbus 78 40 75 65. Laufen Sie für den Tierpark beim 8. EG Wohnen Charity Lauf. Los geht's am 6. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbuser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EG Wohnen noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 75 28 350. Der 8. EG Wohnen Charity Lauf am 6. Juli im Cottbuser Tier- und Spreeauenpark. Es gibt Momente im Leben eines Rockstars, die darüber entscheiden, wer er ist. Wo nur Dunkelheit war, bist jetzt du. Und es wird ein wilder Ritt. Tauchen Sie ein in das slawische Mittelalter, mehr als 1000 Jahre zurück. Entdecken Sie das alte slawische Leben mit allen Sinnen. Mit Kostproben aus dampfenden Töpfen und Pfannen sowie Musik von Schalmeien und Flöten. 60 historische Handwerker präsentieren ihr Können. Und kampfeslustige Krieger im Kettenhemd imponieren edlen Damen mit Schleiern. Für Kinder gibt es eine Entdeckungsrallye und viele historische Spiele zum Mitmachen. Das 14. Fest des slawischen Mittelalters am 25. und 26. Mai im Freilichtmuseum Starilut in Dissen. Wir vom Projekt Starilut laden Sie herzlich ein. Kommen Sie zu uns und erleben Sie mehr als 1000 Jahre slawische Geschichte. Immer ein Herz für die Kinder. Ihre Stadtwerke Cottbus. Die Apotheke an der Priormühle. Entdecken Sie unser außergewöhnlich breites Kosmetikangebot mit Exklusivdepots wie Aven, Caudalie, Dr. Hauschka und vielen mehr. Nutzen auch Sie die Vorteile unserer Prio-Kundenkarte.
Während der gesamten Öffnungszeit unserer Apotheke erhalten Sie 20% Rabatt auf alle nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Ihre Prior-Kundenkarte erhalten Sie direkt in unserer Apotheke an der Priormühle 15 in Cottbus-Madlow. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. Ich stehe hier in Sandow auf der Einfahrt zum Stadion FC Energie. Unter mir ist die Unterführung, die im Prinzip den Straßenverkehr in die Stadt leitet. Uns Bürgern ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass der Zustand dieser Unterführung in einem sehr schlechten, maroden Zustand ist. Und wir müssen, und das muss uns wirklich gelingen, mit Hilfe von Land und Bund, aber auch aus städtischen Mitteln, diese Unterführung zu sanieren. Denn es wäre ein Chaos, wenn wir diese Unterführung schließen müssten und den Bürgern den kürzesten Weg in die Stadt Cottbus nicht ermöglichen könnten. Das Gleiche ist, wir haben die Ortsteile Branitz, Karn, Kiekebusch, Galinchen, Großgaglow, Madlow. Die Ortsteile müssen wir unbedingt in den nächsten Jahren stärken. Wie können wir das tun? Wir müssen die Verbindungen zwischen den Ortsteilen verbessern. Die Gehwege müssen errichtet werden, sie müssen beleuchtet werden. Wir müssen darauf achten, dass der ÖPNV gestärkt wird, natürlich sein Netz weiter ausgebaut wird. Das Angebot muss vielseitiger werden. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass die Haltestellen endlich alle in einen Zustand gebracht werden, befestigt, beleuchtet, dass auch eine gewisse Sicherheit für die Bürger und Fahrgäste gewährleistet ist. Auch das Stärken der Stadtteile ist damit verbunden, wir müssen zusätzliche Bauflächen ausweisen. Das ist möglich mit dem neuen Flächennutzungsplan. Wir müssen darauf achten, dass die Ortsteile attraktiv bleiben, sind und ausgebaut werden. Ein besonderer Herzenswunsch ist für mich die Errichtung von Kitas in den Ortsteilen. Dafür stehe ich, Jörg Schnappke. Cottbus war und ist Braunkohlenrevier. Wir wollen auch weiterhin Energieerzeuger bleiben mit der Braunkohle. Wir setzen uns aber auch für eine wirtschaftlich und sozial verträgliche Umstellung, Umstieg auf neue Energien ein. Dafür brauchen wir ein wirtschaftlich starkes Cottbus. Dafür setzen wir uns ein. Wir brauchen Infrastruktur. Wir brauchen gut ausgebildete Arbeitskräfte für unsere Unternehmen in Cottbus. Für die Unternehmen, die bei uns ansässig sind und für die Unternehmen, die bei uns investieren wollen und bei uns sich niederlassen wollen. In den nächsten Jahren werden die Voraussetzungen für eine neue Zukunft von Cottbus als Stadt am Wasser mit hohen Freizeit- und Erholungsqualitäten geschaffen. Nach dem Bau der Kaimauer hat der asphaltierte Radrundweg oberste Priorität und sollte bis spätestens 2021 übergeben werden. Wir brauchen sehr gute Anbindungen an den Cottbuser Ostsee für unsere Bürger, per Fuß und per Straße. Dafür stehen wir. Elisabeth Ida Faulstich-Schilling, Anke Schulz und Hagen Streser. Liebe Wählerinnen und Wähler, Sicherheit ist nicht verhandelbar. Gutes Wohnen und die Versorgung mit dem schnellsten Internet, das sind nur einige der zentralen Themen, für die wir im Wahlkreis 2 stehen. Für die CDU hat die Wohn- und Lebensqualität der Menschen in Cottbus einen hohen Stellenwert. Und dazu gehört keine Brache seit Jahren im Herzen von Cottbus. Wir leben in einer Zeit großer Umbrüche, insbesondere die Digitalisierung bietet Wirtschaft und Gesellschaft viele neue Möglichkeiten, aber auch neuen Herausforderungen. Die CDU will Cottbus für die digitale Zukunft fit machen. Ich werde dafür arbeiten, dass die Digitalisierung zur Sicherung von Wohlstand und Arbeitsplätzen in Cottbus beiträgt. Dafür stehe ich, Peter Röder.
Ich möchte, dass wir in der Region besser zusammenarbeiten. Als Familienvater werde ich mich weiterhin für die Kinder und die Eltern einsetzen. Ich wünsche mir gute Schulen für eine gute Stadt und alle die besten Bedingungen haben, um zu lehren und zu lernen. Großen Handlungsbedarf gibt es im Zuhören und das können Lehrer besonders gut und diese Qualität würde ich einfach nutzen wollen in der Entwicklung der Stadt. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Mindestlöhne erhöht werden und dass alle Bürger der Stadt Cottbus ein ordentliches Gehalt haben, sodass sie von diesem auch leben können. Ich möchte erreichen, dass Pflege und Gesundheit vor den Profitbestrebungen großer Konzerne oder großer Einrichtungen stehen. Mamy jedno spisane prawo, ale trzeba my żywią na prawo. Ich setze mich wie bisher ganz stark dafür ein, dass Cottbus lebenswert, zukunftsfähig und grün ist. Dass wir ausreichend Kita-Plätze und genügend Erzieher in den Kitas haben. Dass die kulturellen Einrichtungen in Cottbus genug Geld bekommen. Dass die Bürger der Stadt Cottbus eine gesunde und soziale Lebensweise erhalten. Ich möchte, dass alle Menschen miteinander friedlich leben, ohne Hass und Gewalt. Mich beängstigt absolut die Entwicklung in dieser Stadt in Richtung rechts und ich werde mich mit aller Kraft dagegen einsetzen und dafür, dass diese Stadt lebens- und liebenswert ist. Ich kämpfe für die Rechte der Bürger in dieser Stadt mit Leib und Seele. Ich setze mich ein für den sozialen Wohnungsbau und bezahlbaren Wohnraum. Es muss Alternativen geben und für mich ist die einzige Alternative links. Wo sonst? In der Flüchtlingspolitik hat die EU die Kontrolle verloren. Griechenland und die Eurokrise kosten uns Milliarden. Und Deutschlands guter, klimafreundlicher Dieselmotor wird kaputt reguliert. Auf Kosten der Dieselfahrer und vieler Arbeitsplätze. Liebe Mitbürger, ich bin für Europa, aber man muss auch sagen, was falsch läuft. Gut für Deutschland, gut für Europa. Wählen Sie Bernd Lucke und die liberal-konservativen Reformer. Bei der Europawahl gibt es keine 5%-Hürde. Wählen Sie AUB. Alles andere tut weh.